Hat dein Kind auch eine Hemiparese bzw. eine unvollständige Halbseitenlähmung und kann deshalb einen seiner Arme und eines seiner Beine nicht so gut bewegen? Dann stellst du dir möglicherweise auch die Frage, was wird mein Kind schaffen? Was wird es lernen? Was vielleicht aber auch nicht? Vielleicht fragst du dich auch, fördere ich mein Kind genug? Müsste ich nicht noch eigentlich viel, viel mehr machen? Vielleicht beschäftigt dich auch das Thema, wie kann ich meinem Kind Selbstbewusstsein vermitteln, auch mit seiner Hemiparese vieles zu schaffen? Oder vielleicht fragst du dich auch, was kann ich tun, wenn mein Kind wütend wird, weil es etwas Bestimmtes nicht schafft? Was kann ich dann tun, um ihm zu helfen? Dann geht es dir wie ganz, ganz vielen Eltern, die ein Kind mit körperlichem Handicap begleiten. Und ich weiß aus eigener Erfahrung, für alle diese Themen gibt es Lösungen und Handlungsmöglichkeiten. Mein Name ist Janina Wisniewski und ich habe seit meiner Geburt eine rechtsseitige Hemiparese. Das heißt, ich kann meinen rechten Arm und mein rechtes Bein nicht so gut bewegen, wie das eben andere können. Und ich weiß von daher sehr gut, wie es ist, damit aufzuwachsen, welche Hürden und Herausforderungen da auf einen zukommen. Aber ich habe in den letzten Jahren immer wieder auch Wege gefunden, wie ich auch mit meiner Hemiparese ganz, ganz viel schaffen kann. Ich kann beispielsweise heute meine rechte Hand deutlich besser und gezielter bewegen. Ich kann rennen, ich kann springen, ich kann klettern und ich habe inzwischen sogar einen ganz normalen Automatikführerschein. Und ich habe auch herausgefunden, wie ich auch mit meiner Hemiparese ein glückliches Leben führen kann. Ich bin felsenfest davon überzeugt, das schaffen noch viel, viel mehr Kinder und Erwachsene mit Handicap auch. Vor allen Dingen dann, wenn sie starke Eltern dabei unterstützen. Genau deshalb bin ich heute Bloggerin und Coach und helfe Eltern dabei, besser zu verstehen, wie ist es eigentlich, ein Handicap zu haben? Wie fühlt sich das an? Ich helfe ihnen auch dabei, mehr auf sich und ihre Fähigkeiten als Eltern zu vertrauen und eben auch sich gut zu fühlen bei dem, was sie tun. Weil dann, so ist meine Erfahrung, können sie eben auch ihr Kind bestmöglich unterstützen und fördern. Und auf meinem Blog, wie behindert bist du eigentlich, findest du zahlreiche Beiträge und Tipps rund um die Fragen, wie kann ich mein Kind fördern, ohne es zu überfordern? Wie finde ich den richtigen Physio- bzw. Ergotherapeuten für mein Kind? Wie kann ich meinem Kind Mut machen? Wie kann ich meinem Kind Selbstvertrauen vermitteln, auch mit Hemiparese, mit Handicap vieles zu schaffen? Was kann ich tun, wenn mein Kind wütend wird? Und auch, wie behalte ich mich selber im Blick bei all der Förderung und Unterstützung meines Kindes? Darüber hinaus teile ich dort immer wieder auch meine Erfahrungen als Kind, als Jugendliche und eben auch als junge Erwachsene mit Hemiparese, was mir geholfen hat, was eher nicht so und eben auch, was meine Strategien sind für mehr Beweglichkeit, für ein tolles Leben mit Hemiparese, für mehr Selbstvertrauen und vieles, vieles mehr. Wenn das für dich interessant ist, dann klicke jetzt hier auf den Button, dann gelangst du direkt zu meinem Blog und hast da jede Menge Zeit zum Stöbern. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß dabei und einen wunderschönen Tag dir. Bis dann. Tschüss.